So, da bin ich mal wieder auf Dragon Crusade. Ich weiß, ich habe letztens gesagt, neue Videos oder neue Let's Plays, Anführungsstrichen. Nee, beziehungsweise ich habe erstmal gesagt, erstmal Let's Play Pause. Und ich habe darüber nachgedacht, machst du irgendwie irgendeine neue Art von Videos? Ahnung hatte ich da also nicht wirklich von, wie das Ganze ausschauen sollte. Mittlerweile habe ich eine Ahnung davon. Oder habe ich einen Plan dafür. Allerdings, fangen wir mal von vorne an. Ich habe am Anfang gesagt, keine Videos mehr hier irgendwie um 22 Uhr oder um. Was? Hoppla. So. Die Mikrorumpler sind auf jeden Fall wieder da. keine Videos mehr nach 22 Uhr oder so. Keine veröffentlichten Videos irgendwann Mitternacht mehr und so weiter. Und alles auf alle Fälle irgendwie um einiges besser vorbereitet. Und nicht irgendwie nur so 15-Minuten-Folgen, sondern halt irgendwie längere Folgen, die man halt schon mal, oder zumindest mehr Folgen, die man im Stück aufnimmt, und so, um so, damit man einfach ein bisschen mehr und schneller und besser vorankommt und so weiter. Ja, 0:39 haben wir momentan. Ist, ja, Plan geht momentan super auf, muss ich sagen. Ich bin da sehr happy damit, Körper. Ja, soviel zum Thema. Nee, jetzt muss ich euch ganz ehrlich mal ein paar Sachen erzählen. Ich meine, ich habe letzten Tage echt fast gar nichts geuploadet. Nicht nur, dass ich kein FLAF geuploadet habe, ich habe keine Script-Tutorials, also kein Minecraft geuploadet, ich habe kein gar nichts geuploadet. Es ist irgendwie echt relativ viel passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe übrigens auch dieses Equipment ja geliehen von dem Gildenlied, wo mein Blade momentan drin ist. Deswegen dachte ich mir auch, fuck, ich muss unbedingt hier nochmal Dragon Crusade spielen und den RM halt eben jetzt hier auf 120 ziehen. Also auf 99%, um genau zu sein. Denn ich gehe sonst ein bisschen RIP. Weil der will bestimmt das Zeug irgendwann wieder haben. Genau. Wo war ich gerade? Genau, also Aufnahme hier 0:39, komplett spät. How much XP per Mob? Okay. Gut. Ja, wie dem auch sei. Ich wollte heute aufnehmen. Das war heute Mittag, Nachmittag. Ich hatte 2 Stunden Zeit. Isn't it boring? Ich hatte 2 Stunden Zeit zum Aufnehmen. Ich dachte mir, geil, Mann, jetzt hast du Zeit, das kannst du 2 Stunden Offi aufnehmen. Und ja, 2 Stunden dachte ich mir, gut, ich starte mal Offi, let's go. Als erstes habe ich mal gesehen, okay, gut, mein Game crasht, was weiß ich. Nichts Neues, kommt irgendein Endprotect Launcher. Ich will über das erzählen. Der Typ, der schreibt natürlich jetzt mit mir wieder, ist klar. Wie soll es auch besser oder anders laufen? Naja, auf alle Fälle, Game crasht, irgendwie Endprotect-Dingens sind da mit, was weiß ich, automatischen Report und so weiter. Wusste ich persönlich auch nicht. Genau, dachte ich mir, gut, okay, keine Ahnung, starte das nochmal, geht nicht. Also wieder gestartet. Ging nicht. Dann hat sich eine Website geöffnet mit Troubleshooting-Tipps und so weiter. Und habe alles ausprobiert. Und ja, ging halt nicht. PC neu gestartet und so weiter. Alles mögliche ausprobiert. Wollte dann aufnehmen, hat nicht funktioniert, Mann. Mein Game ist immer wieder gecrashed. Ich wollte Swayflive spielen. Wann online dachte ich mir, kam, was machst du irgendwie? Und bin offline gegangen, dann hat einfach alles nicht geklappt. Dann wollte ich irgendwie noch Tropico aufnehmen, hat auch nicht geklappt, war einfach alles scheiße irgendwie. Ging so gar nicht nach Plan. Ja, am Ende habe ich 2 Stunden versammelt und ich habe in diesen 2 Stunden genau nichts aufgenommen.
Ach, das war bitter. Das war wirklich, wirklich bitter. Also, keine Ahnung. Manchmal läuft es einfach so. Bist du Stunden dabei, irgendwie. Oder versuchst stundenlang irgendwas aufzunehmen, was einfach. Ich meine, wusste, dass du denkst, ja, komm, heute 3, 4 Folgen, easy, gar kein Problem. Heute haust du mal richtig rein. Ja. Hat natürlich super funktioniert. Also, ist auf alle Fälle echt komplett dumm irgendwie. Ich muss übrigens ein bisschen leiser reden, weil es wie schon erwähnt Mitternacht ist. Und naja, auf alle Fälle ist das Dumme irgendwie. Naja, ich habe den Offi neu installiert und dann hat es funktioniert. Problem ist nur, der Offi-Download geht nur mit 2,2 oder 2,3 MB pro Sekunde voran und dann habe ich für den 1,1 GB-Launcher irgendwie 12 Minuten also gedownloadet, dann habe ich noch irgendwie 5 Minuten installiert und da waren dann auch Spiele knapp 20 Minuten weg. Ja, es war einfach beschissen. Dann wollte ich aufnehmen, dann habe ich gesehen, okay, ich habe keine Zeit mehr. Also ich habe eben so 2 Stunden eingeplant und ich hatte halt einfach nur diese 2 Stunden Zeit dafür. Ausprobiert halt eben ging nicht so. Naja, deswegen, dann war ich erstmal weg oder musste ich erstmal weg. Bin heimgekommen um 9 oder so. Rechtfertigt jetzt nicht genau, warum ich Ersatz aufnahm, aber irgendwie ging es ja nicht früher und kam mir gerade mal so spontan: Fuck, du musst noch irgendwie mal Dragon Crusade aufnehmen, du hast noch Sachen geliehen und so weiter. Kannst halt jetzt echt nicht bringen, dass du jetzt hier irgendwie einfach gar nichts machst und keine Ahnung. Ist halt scheiße. Kann man einfach mal so ganz ehrlich sagen. Ja. Ansonsten ist hier bei mir echt verhältnismäßig viel auch sonst so passiert. Ich meine, da waren es echt ja, etliche Dinge im Real Life, etliche Dinge mit Flive, mit anderen Servern, mit allen möglichen irgendwie. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll zu erzählen und ich weiß, es ist einfach recht spät und ich verpeitsche die Folge und so ein bisschen. Aber gut, ich meine, was wären Level Up Let's Plays ohne verpeilte Folgen? Das wäre ja. Keine Ahnung, wie Butter ohne Brot. Ne, Brot ohne Butter. Ja, es geht wieder los, genau. Naja. Wo fange ich denn am besten an? Ja, ich habe über viele verschiedene Let's Plays nachgedacht und so, dachte mir aber auch so, komm, ich meine, ich suche immer so Let's Plays, die halt irgendwie potenziell cool sein könnten. Was mir vielleicht Spaß macht und so weiter. Wie gesagt, ich meine, ich habe nur 1000 Mal erzählt, ich habe noch 100 GB. Videomaterial auf meiner Festplatte von allem schon angefangen zu schneiden und wieder aufgegeben und dann irgendwann PC formatiert, dann die Datei verloren und ach, keine Ahnung. Naja, muss ich aber ganz ehrlich sagen, bin ich momentan gerade nicht drin. Auch mit 3K Abo Special und so weiter bin ich momentan nicht drin. Ich mache momentan wirklich komplett legit eine YouTube-Pause. Zu 100%. Gut, ich habe dann noch so ein paar andere Dinge, die ich für den Podcast-Kanal aufgenommen habe. Ja, das ist dann eventuell auch nicht so eine YouTube-Pause. Aber zumindest eine Display-Pause. Auf meinem Main-Channel, sagen wir so. Ich muss auch sagen, die ersten Tage oder generell so die erste Zeit hat es mir echt überhaupt nicht gefehlt. Also normalerweise bin ich immer so, wenn wir jetzt 20 Uhr und ich denke mir so, fuck, 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 ich muss es aufnehmen. Unbedingt jetzt. Egal was ich gerade mache, ich muss unterbrechen, aufnehmen. Und die letzten Tage, ich habe. Ich was gemacht. Ich meine, was habe ich um 20 Uhr? Um 20 Uhr zocke ich meistens. Also so nach 18, 19, 20 Uhr zocke ich eigentlich immer. Und wenn es dir halt eben aus bestimmten Umständen halt eben keine Zeit hattest aufzunehmen, dann ist es halt irgendwie, naja, ein bisschen blöd. Aber ich muss sagen, ich habe die letzten Tage echt nichts vermisst. No joke. Ich habe null vermisst. Ich habe auch nicht mehr dran gedacht, irgendwie aufnehmen oder so. Überhaupt nicht. Am ersten Tag dachte ich mir so, okay, heute musst du nichts aufnehmen, hast du gesagt, du nimmst das nichts mehr auf, erstmal. Und die Tage danach, die waren so entspannt. Ich meine, es ist halt immer nur ein 15-Minuten-Video, vielleicht ein 20-Minuten-Video. Aber wenn du einfach wirklich komplett entspannt zocken kannst und nicht im Hinterkopf hast, fuck, wann nehme ich jetzt am besten auf? Und wenn ich jetzt aufnehme, sind die Leute, wenn ich jetzt dann zock, wieder weg, weil so gefühlt immer, wenn du gehst, dann gehen die einfach auch oder gehen entweder AFK oder gehen halt eben komplett offline.
Oh, ich bin auch im Strang. Fuck, wenn ich jetzt gehe, dann ist es halt erst wieder vorbei. Auch wenn ich nur 15 Minuten weg bin, aber dann sind die dann auch wieder bei alle Berge. Warum auch immer. Also selbst wenn die dann teilweise, wenn man teilweise zu viert oder zu fünft spielen, ich gehe aufnehmen, danach sind sie weg. Warum auch immer. Gut. Auf alle Fälle. Ja, ich war echt recht happy. Einfach mal wirklich ein paar Wochen eigentlich, oder? Wann war es zuletzt? Wann habe ich gesagt, dass ich eine Pause mache? Zu meinen Nachrichten. Also ich muss sagen, Kommentare kommen echt noch von euch. Super viele. Okay. Gut, der Kommentar ist interessant. Naja, das letzte Video, was habe ich das gesagt da? Self-Life. Okay, 2 Wochen war das Ganze. Kein Sound bitte. 23.08. Das war jetzt vor. Das ist noch nicht mehr über eine Woche, oder? 1,5 Wochen ist das her. Hä, kann es sein? Ach, 23. Bin blöd. 23. war der. Ja, über 2 Wochen auf alle Fälle. Nichtsdestotrotz, die 2 Wochen waren echt angenehm und ich muss echt sagen, ich habe. Ich meine, ich habe in der Zwischenzeit 4 Videos geuploadet. 4 Videos und in 2 Wochen ist es trotzdem noch relativ viel eigentlich. Ich meine, es waren angespielt, positives angespielt von Ignite for Life, dann war es ein Ignite for Life Video mit den negativen Seiten, wo die meisten dann auf das Video mit den positiven Aspekten draufgegangen sind und das gedisliked haben, weil ich dann negativ im zweiten Video drüber geredet habe. Logik habe ich nicht verstanden, aber ist okay. Und noch das angeshoppt Spirit Life oder von Spirit Life. Das war persönlich echt lustig. Auf das Video habe ich mich schon gefreut und muss sagen, das war einfach. Ich habe es einfach nur als Entertainment gesehen und ich habe es auch nicht angespielt genannt. Ich meine, ich habe im Prinzip so ein Oldschool angespielt draus gemacht, wie ich es halt immer, wie ich es generell öfter mache, noch immer mache. Ohne jetzt hier irgendwie punkten oder sonst irgendwas oder bearbeitet oder keine Ahnung, einfach straight 40 Minuten geuploadet, einfach so ein bisschen nicht direkt drüber lustig gemacht, aber ja doch schon drüber lustig gemacht über den Shop von Ignite, nicht von Ignite, von Spirit mit ihren 160 Euro Cash-Shop Sets und keine Ahnung, also war halt einfach irgendwie lustig und auf solche Videos freue ich mich immer, so Saga of Life, Spirit of Life, Shiva of Life, glaube ich, war es noch. Das sind einfach so Server, da freue ich mich irgendwie. Nicht, weil die Server jetzt irgendwie unglaublich geil sind. Gut, ich meine, Spirit hätte Potenzial und wir haben eigentlich auch gute Arbeit reingesteckt und auch ein Konzept gehabt. Das Konzept war halt scheiße, aber es war ein Konzept und das muss nicht unbedingt scheiße sein. Also, so ein Server muss nicht unbedingt scheiße sein. Hätten sie einfach das Konzept verändert. Naja. Wie dem auch sei. Ja, was war noch die letzten Tage? Was hab ich gemacht? Gut, Autoreparatur war da mal noch. Nicht Reparatur, halt Service. Ich habe mich gefreut, dass es nur 63 Euro sind. Nur in Anführungsstrichen. Ich meine, ich bin mir persönlich immer nicht sicher. Ich meine, wenn es das wirklich mit einem. Warte, wie alt ist mein Auto? 2 Jahre alt. Wenn es mit einem recht neuen Auto halt dann zu irgendeiner freien Werkstatt gehst und halt einen Service machen lässt. Ich weiß es persönlich nicht. Ich meine, ich bin immer so hin und her gerissen. Ich meine, macht ihn einen Praktikant. Ist eh klar. Andererseits, du kriegst halt dann zumindest einen Stempel rein und. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich fahre jetzt auch kein kompliziertes Auto, welches irgendwie jetzt heftig schwierig zu warten ist oder so, ganz im Gegenteil. ich setze bewusst noch auf Autos mit Oldschool-Technik, einfach weil es nicht jetzt so Oldschool, also nicht Dacia oder Lada oder so. Aber ich bin da persönlich eher ein Fan von so ein bisschen Oldschool-Technik oder von möglichst wenig Technik oder halt wenn dann zumindest robuste Technik und möglichst wenig Plastik. Ich bin daran, ist mir das komplett egal, kann so viel Plastik sein, wie es will. Interessiert mich nicht, aber da wo es zählt, unter der Haube, da wo du nicht hinziehst, da soll es dann bitte kein Plastik sein. Also nicht unbedingt.
Oder wenn dann zumindest so, dass es nicht kaputt geht. Naja, auf alle Fälle. Doch dass es halt zumindest noch recht robust gebaut ist, ist natürlich jetzt auch der Wertverlust recht gering. Und deswegen denke ich mir immer so, gut, wenn du natürlich jetzt zu einer freien Werkstatt gehst, dann kannst du natürlich das Auto später vielleicht, wenn es überhaupt nur verkaufst, jetzt nicht nur mit den Argumenten verkaufen, ja, hier, keine Ahnung, immer bei Vertragswerkstatt und so weiter gewartet. Ist natürlich so ein bisschen schwierig. Auf alle Fälle, ja, 63 Euro dachte ich mir, ja, okay, gut, das ist noch in Ordnung. Schauen wir mal gerade nach, ob es wirklich 63 waren oder ein anderer Betrag, aber ich glaube, es waren 63. Und dann hieß es so, ja, es gibt noch so eine Kleinigkeit. Wie, sorry, nee. Noch 63. Es gibt so eine Kleinigkeit, die Bremsen sind RIP. Ich hab's geahnt, ich wollte das Auto vorher noch mal ein paar Berge hoch und runter jagen und einfach alles abbremsen, was dann Belag drauf war. Habe ich nicht gemacht. Ja, Scheiben neu, Scheiben müssen neu. Hier Klötze müssen neu und so weiter. Komplett neu. Hab ich gefragt, wie viel das Ding kostet? 400 Euro. Geil. Ich meine, gut, ich habe mir damals ein Auto gekauft mit so ein Jahr halt 48.000 Kilometer. Ist ziemlich, ziemlich viel für ein Jahr. Ich meine, der Durchschnitt, glaube ich, fährt in Deutschland zwischen 15.000 und 20.000. Wenn es dann ein Auto, also im Jahr, wenn es ein Auto mit 48k kaufst, ist natürlich schon ziemlich viel. Vorteil ist, das sind definitiv Langstreckenkilometer, weil keiner fährt eine Kurzstrecke 48.000 Kilometer im Jahr. Macht keiner. Naja, auf alle Fälle war halt dann zumindest damals das Argument für mich und ja, dachte mir, okay, komm, 48.000 Kilometer ist in Ordnung. Habe mich natürlich auch informiert, wie das ganze Auto aufgebaut ist und so weiter. Habe mir versucht abzuschätzen, wie lang ist ungefähr die Lebenserwartung. Ich muss dazu sagen, die Lebenserwartung von einem Auto, von einem kleinen Wagen, ist angeblich momentan 50.000 Kilometer. Also ich kann das mal googeln, weil ich kann es persönlich jetzt gerade selbst nicht glauben. Ich habe das öfter mal gehört. Lebenserwartung kleiner Wagen. Fahrzeuglebensdauer. Autohofguide. Gut, ein Auto wird heutzutage circa 12 Jahre gefahren. Im Jahr 1995 lag es bei 6,8 Jahren. Uff. Was? Hierzu gehört unter anderem, dass alle 30.000 bis 50.000 gefahrene Kilometer je nach Auto und Automodell das Öl gewechselt werden sollte. Alter. Alle 30 bis 50.000. Ja, klar, alles klar. Gut, jetzt verstehe ich, warum das die Leute auch, oder dass die Kleinwagen oder generell die Autos mit so geringer Lebenserwartung angegeben werden. Dass natürlich nach 30 oder 50.000 Kilometern das Öl halt komplett im Arsch ist, ist natürlich klar. Also ich wechsle meins mindestens alle 15.000, beziehungsweise einmal im Jahr. Und ich fahre im Jahr ungefähr so 5.000 bis 8.000 Kilometer nur. Und trotzdem, also Öl muss raus. 30 bis 80, 30 bis 50.000, ja, okay. So, ich finde auf die Schnelle nichts gut. Also hier steht was von, okay, chip.de, eine Technikplattform, die über Autos berichtet. Ich schreibe von 200 bis 250.000 bei einem normalen Kompaktwagen. Keine Ahnung, ist gerade echt ein bisschen schwierig. Also ich meine, ich weiß, ich bin in manchen Autoforen aktiv und ja, da gibt's schon mal irgendwie, was war das damals, ein Ford Galaxy oder so, 80.000 oder 60.000 Kilometer Getriebeschaden, 8 Wochen in der Werkstatt. VW ist ja auch das super, BMW mit Steuerkette, Audi mit Ölabstreifringen und so weiter. Ja, ich finde das persönlich gerade nichts auf die Schnelle. Auf alle Fälle, ich habe irgendwas mal gelesen von 50.000 Kilometern. Ist es noch nicht so lang her.
Alter, was ich hier gerade für ein. Ich meine, ich google hier gerade wirklich nur random drauf los. Was ich hier schon so lese, irgendwie so weniger ist mehr. Warum 3 besser als 4 Zylinder sind. Holy moly, ey. Wie viel das Gehen eines 6 Zylinders? Oh, das tut weh. Selbst zum Lesen tut das irgendwie weh. Also, wenn der beste Vergleich zum 6 Zylinder ein 3 Zylinder ist. Huiuiui, okay. Naja, gut, man kann sich, glaube ich, drauf einigen. Im Internet steht echt verdammt viel Scheiße. Wortwörtlich. Ist mir jetzt auch egal. Also, sagen wir mal, ich meine, wenn ein größeres Auto, ein Kompaktwagen, eine Limousine oder so 200.000 Erwartung hat, dann ja, 100, 150. Also, ich denke mal, 100. 150 ist da wirklich ganz schön hochgegriffen. Wo ich persönlich dann aber nicht von ausgehe und deswegen dachte ich mir 48k, komm. Das Ding ist ab 100k vielleicht mal angefahren und dann passt das. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen und keine Gedanken drüber. Und naja, wie gesagt, natürlich dann habe ich nicht dran gedacht. Bremsen. Ich meine, die sahen eigentlich sogar noch relativ gut aus damals, aber klar. 5 bis 8.000 Kilometer im Jahr steht das Ding natürlich auch viel. 6 von 7 Tagen in der Woche wird es zumindest recht oft gar nicht bewegt. Halt scheiße. Und so ist es halt einfach. Ist natürlich ein bisschen blöd, ein bisschen scheiße. 400 Euro jetzt nochmal on top. Also 760 Euro für einen ein, beziehungsweise jetzt eben 2 Jahre altes Auto. Ungünstig und uncool einfach, weil ich meine, ich habe mein altes damals verkauft, weil es einfach auch wirklich, ich meine, es hat ja damals, also vorne und hinten Scheibenbremsen, klingt erstmal cool, ist es allerdings nicht, weil Kleinwagen so leicht sind, dass die hinteren Scheiben, also die hinteren Bremsen nie benutzt werden und wenn Bremsen nicht benutzt werden, vergammeln die und ihr könnt euch denken, wie das Ganze dann ändert mit jedes Jahr, wieder alle 2 Jahre neuen Bremsen und so weiter. Was dann, wie schon erwähnt, 400 Euro kostet. Naja. Das waren dann so nicht so geile Momente der letzten Tage. Gut, ich meine, ich habe es noch nicht gemacht. Der Verkäufer hat mir auch gesagt, so, ja, wenn Metall auf Metall reibt, dann hört man es und bremst eh viel besser. Kannst du auch noch warten. Ich habe den Typen echt ziemlich gefeiert irgendwie. Also. Der Typ war einfach echt genial. Also, so, der Typ hat einfach echt die Ruhe weg. Das feiere ich echt halt irgendwie ziemlich hart. Und gut, wie dem auch sei. Das war dann einfach mal so Sachen, wo ich mir gedacht habe: Okay, gut, dann fährst du das Ding jetzt noch bis zum Winter. Ja, Winter. Winter ist gut, bis zum Winter. Hab hier eine Verteidigung. Okay, nice. Winter ist so eine Sache. Und zwar muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt momentan angeblich, also nächsten Tag jetzt 3, 4, 5 Grad. Wir haben Anfang September, Spätsommer. Herbstanfang ist am 26. September. Und wir haben jetzt quasi wirklich offiziell im Sommer Wintereinbruch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das wird. Ich weiß echt nicht, was momentan irgendwie so los ist. Also, ich meine, ich habe das ja schon ein bisschen erzählt und so, dass ich das gerade momentan echt ziemlich strange finde und so. Und so alle reden davon, dass es irgendwie angeblich immer wärmer wird und so weiter. Letzten Schnee habe ich gesehen, also am Berg, das war am, ich glaube, 15. oder 20. Juni oder so. Am 10. Juni, ich habe keine Ahnung mehr, Anfang Juni oder so. Anfang Mitte Juni. Jetzt habe ich 2,5 Monate keinen Schnee gesehen. Und jetzt heißt es schon wieder, yo, hier geht weiter mit Schnee und so. Ich denke einfach so, what the fuck? 9,5 Monate im Jahr irgendwie auf einmal Winter oder Schnee oder. Ich meine, gut, wenn es auf dem Berg Schnee liegt, ist es nicht direkt Winter, aber. Also, normal ist das jetzt doch nicht wirklich. Also, ich meine. Klar, Alpen und so, aber.
Ist auch nicht normal, dass ich irgendwie im August mit der Winterjacke, fast durchgehend mit der Winterjacke rumlaufe, weil es bei uns irgendwie, weiß nicht, 8 bis 10 Grad oder so hat. Keine Ahnung, also das ist momentan irgendwie echt ein bisschen creepy, das Ganze. Ja, aktuell ist es echt so ein bisschen strange, irgendwie, was so abgeht. Und ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, wenn es dann wieder losgeht, weil ich bin einfach so ein Typ, der, ja, Sommer ist cool, könntest streamen, könntest Videos machen, könntest rausgehen. Machst du aber eh nicht. Also wartest du auf den Winter und legst dann einfach richtig los. Oh, wir haben fast 99,9% erreicht, lol. Einfach aus dem Grund, weil ich ganz ehrlich sagen muss, ja, ich meine, ich bin einfach so ein Typ, ich suche mir mal ein Hobby raus und das wird dann gehypt, das wird dann gesucht oder was auch immer. Muss ich mir jetzt ernsthaft für einen Monster mal rebuffen? Come on. Nein, ich rebuff mich jetzt nicht. Bitte, komm. Oh, Klaus. Gut, ich bin Ringmaster. Master? Yay. Patch? Kein Auto-Patch? Level-Patch Master. Was? Level-Master-Patch. Power-Level? Pikachu Premium-Patch. YouTube-Patch. Ah, habe ich auf dem Blade, stimmt. Christmas Badge, Crimson Badge, Illuminati Keller. Na, interessant. Blessing of the Wise Man. Ich muss sagen, war jetzt doch ein bisschen erfolgreicher, als ich mir es gerade dachte. Ich dachte mir, ich nehme jetzt so 20, 30% auf und das war's dann. Habe jetzt irgendwie ein bisschen was erzählt und so weiter. Und eben ging es noch ein bisschen schneller. Oder sind wir zumindest auch noch fertig geworden, was ganz cool ist. Und genau, ansonsten würde ich jetzt mal sagen, ich muss generell mein Set zurückgeben an die Person, die mein Screen hat, falls sie gerade zuschaut. Ich hoffe, du schaust gerade zu. Oh, das verkaufe ich jetzt natürlich nicht. Kannst du mich eventuell nochmal anschreiben? Nicht, dass ich jetzt den Namen vergessen hätte oder so. Ja, habe ich. Aber. Ich glaube, der Gildenleader war sowas. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, verdammt. Ich bin so schlecht mit Namen. Ich bin wirklich sowas von schlecht mit Namen. Ich glaube, der Gildenleader war es. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich werde mal anschreiben. Ich habe vergessen, welche Gilde ich gerade bin. Ich muss gerne mal schauen. Und ansonsten. Ach, stimmt, wir haben unser episches. Das Zerstzeug hier noch. Stimmt. Okay. Ja, nice. Okay, dann können wir Ringmaster, den anderen auf Master machen, den Blade können wir auf Master machen. Dann haben wir noch, ja, das war's eigentlich, oder? Die zwei Sachen eigentlich, nur dann haben wir's. Boah, perfekt. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFP.